steht doch wieder auf. Jetzt bring sie um. So, jetzt ist die andere natürlich wieder aufge... Nee, noch nicht. Komm, geh hin, geh hin, geh hin und hau sie tot. Oh, okay, also das können wir auf Dauer nicht so machen. Das geht... Untersuchen? Was war das? Da ist eine Leiter. Das kann man doch nicht umsonst machen. Ach, dafür ist da hinten wahrscheinlich der Haken. Warte mal. Mit diesem Haken hier können wir höchstwahrscheinlich die Leiter da holen, ne? Ja, okay. Dann musste ich hier vielleicht sogar hin. Aber ich habe keinen Verbandskasten mehr, ne? Puh, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist, was ich da gerade gemacht habe. Normalerweise sollte ich ja diesen Kämpfen lieber aus dem Weg gehen, gerade wenn wir so uns in freien Bereichen befinden. Aber gut, jetzt haben wir hier endlich mal was gefunden. Vielleicht finde ich jetzt hier... Jetzt höre ich hier oben auch schon Viecher, ich glaube es nicht. Vielleicht finde ich ja oben hier nochmal einen Verbandskasten. Dann hätte sich's ja wieder halbwegs rentiert. Was ist denn das für ein Fass? Da hängt ein Zettel dran. Hallo, ich komme hier nicht... So. Eine 1. Halt, ich wollte das schon sehen. Also hundertprozentig kann ich das gerade nicht deuten. Was ist das? Ist ein... Irgendwas ist das halt, ja. Ist das ein Vogel? Oder? Ich kann keine Ahnung. Irgendwas ist das. Keine Ahnung. Why are you doing this to me? Wer? Von wem sprichst du? Oh Gott, also ich bin auch echt sehr verwirrt, ne? Ich weiß auch nicht, sind wir einfach nur auf der Flucht oder was möchte er eigentlich genau, unser Charakter? Möchte er... Oh, ich höre was. Oder seid ihr unten? Ach, du bist da unten, okay. Solange du da unten bleibst, ist alles okay. Ah, so komme ich auf jeden Fall auf die andere Seite der Stadt. Ja, okay, okay, okay. Ist okay. Ist okay. Okay, wir sind drüben. Ich kann entweder runter oder ich gehe ins Fenster rein. Ich, ja. Dann gehen wir halt ins Fenster. Vielleicht treffen wir aber hier jemanden. Nein! Jetzt geht er wieder raus. Ich wollte... Junge, was machst du denn? Ich könnte theoretisch da runtergehen. Nee, irgendwie wollte das gerade gar nicht. Egal, wir gehen jetzt hier rein. Das wollte ich sowieso. Und jetzt uns mal in Ruhe hier umsehen. Bitte Verbandskasten. Nee, Hackeball will ich glaube ich nicht, oder? Will ich das? Ich weiß es nicht. Ich finde diese langen Waffen besser. Es wird gespeichert, immerhin. Oh! Und es wird dunkel. Hallo? Okay. Irgendwas scheint jetzt zu passieren. Wenn du beim Rätsel... Ja gut, das weiß ich ja. Also irgendwie, es ist schon ziemlich geil. Und ich mag ja auch irgendwie die Art der Kreaturen. Bloß wenn das halt so 3, 4 Stück auf dem Mal sind, dann, ja, dann bekomme ich gleich wieder Panik. Okay, anscheinend wurde ein komplett neuer Bereich geladen. Denn, weiß nicht, ob ich noch wieder zurück kann, aber... Ja, will ich ja eigentlich auch gerade gar nicht. So, ich wollte hier reingucken. Ist nichts drin, danke. Okay. Haben wir hier was? Oh, danke. Nehmen wir den jetzt? Komm. Ja. Sehr schön. Okay, uns geht's wieder einigermaßen gut. Das freut mich. Dann können wir uns jetzt ja anscheinend wieder auf so eine kleine Erkundungsfolge hier einrichten. Aha. Bild? Ein Blumenbild? Ja.
noch? Lass das Radio ruhig mal laufen. Weil wir haben natürlich die Möglichkeit, die immer abzustellen. Ich weiß halt nicht, ob das irgendwie vielleicht so eine Auswertung am Ende wieder gibt, ob das was zu sagen hat, wenn wir die Radios ausmachen oder ob wir sie anlassen. Ich lasse mal an. Ich weiß nicht, ob wir hiervon eine Karte haben. Wahrscheinlich nicht, ne? Da muss ich mich auf meinen Orientierungssinn verlassen. Das kann lustig werden. Also wir kamen da rechts gerade raus. Gucken wir mal im Gegenüber hier rein. Badezimmer. Aha. Dieses Türzufallen macht mich immer wahnsinnig, ne? Ich habe natürlich immer noch im Hinterkopf, oh, das ist ein ziemlich gruseliges Bild, finde ich, dass man ja das Hotelzimmer irgendwann noch finden kann von Henry Towns. Das wäre natürlich immer cool, wenn wir das irgendwo nochmal finden würden. Wobei ich ja nicht weiß, wo wir uns gerade befinden hier richtig. Pistolenkugeln, immerhin, schön. Wenn wir dann irgendwann nochmal eine Pistole finden, bin ich dankbar dafür. Das ist wiederum ein ganz nettes Bild, ja doch. Achso, das hatten wir schon mal, das Bild. Was liegt da? Ein Buch? Ja, aber das kann ich nicht weiter anwählen. Den Fernseher kann ich wahrscheinlich auch nicht anschalten. Der sieht ziemlich kaputt aus. Da liegt noch ein Buch, okay. Oh, da kann man nicht mehr viel drauf erkennen. Gut, achso, nee, da hinten kam ich raus, ne? Genau, da war ich gleich im Badezimmer drin. Also geht's wahrscheinlich hier noch lang. Wow! Mit sowas habe ich jetzt gar nicht gerechnet, okay. Aha. Ja, es scheint eine Art Kinderzimmer zu sein. Ein Hammer, ne. Das Bild da von der Mädel da an der Wand sieht auch ein bisschen komisch aus. Ja. Kann man die anwählen? Nee. Ist anscheinend nichts Besonderes. Aber hier klappert doch irgendwas. Hm. Ja, natürlich klappert hier was. Frage ist, wo? Und kann ich hier irgendwas machen? Also ich kann hier nirgends irgendwie interagieren mit irgendwas. Natürlich ist das Zimmer irgendwie auffällig, ne? Ganz klar. Hm. Sollten wir uns vielleicht mal im Hinterkopf behalten. Gehen wir erstmal weiter. So, wir haben jetzt diese beiden Türen. Da war eine Sackgasse. Dann gehen wir mal in diese Richtung weiter. Treppenhaus, juhu! Tja, da ist dicht. Da auch. Ich würde erstmal sagen, wir gehen nach oben. Weil höchstwahrscheinlich müssen wir unten irgendwann aus dem Haus raus. Deswegen mal sehen, was es oben so gibt. Da ist nichts. Da ist wieder dieses komische Bild, was ich ein bisschen abartig finde. So, was gibt's denn hier? Kann man da rein? Ja. Okay. Habe ich so ein Bad? Was ist das denn? Irgendwie hat die Kameraperspektive sich gerade geändert. Okay. Toilettenspülung. Okay. Da sind alle natürlich ziemlich ähnlich eingerichtet. Das scheint ja natürlich irgendwie eine Art Hotel oder so zu sein. Ne? Wobei, mit so einem riesen Schränken hier, das ist schon kein normales Hotelzimmer. Vielleicht bin ich doch in einem richtigen Familienhaus gelandet, aber es, ja, weiß nicht, es spricht irgendwie nicht alles dafür. So. Ich kann hier aber auch nirgends irgendwie was anwählen, ne? Da ist wieder dieses Bild, was ich auch wieder ein bisschen spooky finde. Hier war jemand beim Essen. Also irgendwas ist mit den Leuten wirklich passiert. Die sind von einem auf den anderen Tag anscheinend weg. Ne, die Mahlzeiten stehen noch auf dem Tisch und alles. Da steht auch eine ganze Flasche Ketchup.
Da oben auch. Der steht auf Ketchup anscheinend. Hier ist noch ein Bad. Das Bad habe ich gerade gehabt, ne? Ja. Ey, es hakt hier teilweise ein bisschen das Bild. Da hängt ein Zettel an der Tür, okay. Was steht denn da dran? Hey du Scheißkerl. Ich hab dich im Auge, du Junkie-Wichser. Wenn das nächste Mal etwas in meiner Wohnung fehlt, kannst du darauf wetten, dass die Cops an deiner Tür klingeln. Und wenn die es nicht sind, dann bin ich es und mein Klopfen hat 12 Kaliber, wenn du verstehst, was ich meine. Wenn du also nicht einen Arsch voller Schrot willst, rate ich dir, meiner Wohnung fern zu bleiben. Letzte Warnung. Okay. Ist nicht so. Können wir rein? Ah, okay. Dann gucken wir doch mal. Dann hat er doch bestimmt tolle Sachen für uns. Ein Junkie könnte doch sein, dass er eine Waffe irgendwo versteckt hat, oder? Wer weiß. Er hat mich gerade schon ein bisschen gepackt. Ja. Okay, der hat's hinter sich. Das Feuer brennt noch im Kamin, also kann er noch nicht allzu lange da hängen, oder? Bin ich ganz sicher. Was war das gerade? Irgendwas konnte ich ihm anwählen. Ziehen. Aha. This must be all the stuff he took. Spardose, bring den gestohlenen Gegenstand ihren rechtmäßigen Besitz. Ach du Scheiße. Kriegsmedaille. Goldene Uhr. Gibt's da irgendwelche Hinweise drauf? Wem das gehört? Achso, Moment, da muss ich hingucken. Eine ganze Menge Sachen gefunden. Spardose. Spardose eines Kindes in der Form eines Elefanten. Medaillon, das Bild einer Frau befindet sich darin. Kriegsmedaille Purple Heart aus dem Zweiten Weltkrieg. Goldene Uhr aus massivem Gold mit metallen Armband. Boah. Ja, wo soll ich denn wissen, wem das alles gehört? Okay, wir hatten ja ein Kinderzimmer gefunden eventuell, aber... Ob das damit so einfach getan ist? Vor allem, sind das richtige Aufgaben oder sind das hier sogar so Nebenquests, die ich hier annehme? Von wegen alle Vögel befreien. Dann soll ich die Streifenwagen aufhalten. Das scheint alles ein bisschen... viel zu sein gerade hier auf dem Mal. So. Okay, ich kam hier rechts her. Ich guck doch mal eben hier lang. Hm. Achso, ne, hier war ja die Wohnung, die nichts gebracht hat. Aber hier heult jemand. Oder? Das Bild ist doch jetzt anders. Ich finde das gerade unheimlich. Ich kann nicht laufen. Jetzt. Inventar öffnen. Hier ist ein Ehepaar. Nee. Aha. Das ist also die... Wir müssen anscheinend in jedes Schlafzimmer und den Leuten die Sachen wiederbringen. Gut, dann gehe ich mal zurück jetzt. Also irgendwie fühlt das sich total unheimlich. Das Bild hakt immer wieder. Also ein Gegenstand haben wir wieder zurückgebracht. So, da waren wir ja drin, da war der Dieb drin. Das heißt, ich muss jetzt wieder ein Stockwerk runter in die anderen Räume, wo ich eben war. Und da muss ich dann auch noch ein paar Sachen zuordnen. Glaube ich. Genau, dann hier. Und da kamen wir ursprünglich her, aber ich glaube, ich muss hier hin. Genau, in dieses Zimmer hier. Hier. Das ist ein Kinderzimmer. Man hört sogar.
Spardose. Aha. So, der freut sich jetzt. Finde ich gerade ziemlich cool, die Aufgabe. So, jetzt haben wir aber hier noch das Elternschlafzimmer, glaube ich. Das ist die Frage, kann man hier auch noch was machen? Nee. Es gibt wahrscheinlich nur pro Zimmer eine Sache wiederzubringen. Dann... In dem Raum, wo wir angefangen haben, hier ist da auch was? Ja, hier heult jemand. Okay, dann gibt es hier auch was zurückzubringen. Vielleicht ist das hier der alte Rentner gewesen. Aber wenn, wo soll ich dann seine Sache hinbringen? Ich glaube hier nicht, ne? Also ich denke immer in dem Raum, wo jemand heult. Wo, ne, hier ist nicht. Wo kann ich denn hier noch was zurückbringen? Anschalten. Klar haben wir hier heulen, aber ich glaube nicht, dass das ein Raum ist, der... Ne, das ist, glaube ich, der Anfangsraum nur gewesen. Also das Zimmer haben wir erledigt. Ein Stockwerk höher haben wir ein Zimmer erledigt. Wahrscheinlich müssen wir unten noch was machen. Wir gucken mal. Vielleicht gibt es hier auch noch wieder einen Raum, wo ich einem Besitzer wieder was geben muss. So, was haben wir denn hier noch in der Ecke? Aufheben. Was ist denn da schon wieder? Oh, weiß nicht, was besser ist. Aber ziemlich cool. Also da geht's nach draußen. Das will ich eigentlich... Nein! Nein, 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 nein. Das will ich doch noch gar nicht. Ganz viele Briefe liegen da. Ach. Let's just say I could finally put this damn bag down for starters. Man, cut the bullshit. What is this place? Can't say I understand the question. This is a busy town. Do you think these letters deliver themselves? Whatever. Can you at least tell me where the radio station is? Someone's been calling in, making these dedications to me. Oh, sure. That'd be the tall building in the center of town. Big old monster of a clock at the top. Shouldn't be hard to find. By the way, I ran into that lady friend of yours. What in the world you do to get that young woman so riled up anyway? She was fit to be tied. Tell you the truth, I got no idea. Son, in my experience, someone's that angry, it ain't a mistake. It's personal. Will er damit sagen, sie hat irgendeine Bedeutung für uns? Bitte lass mich nochmal zurück. Danke. Ich soll zum Radiosender. Gut, das ist die nächste Aufgabe. Ich will erstmal diese Aufgabe hier beenden. Dann gibt es bestimmt was Tolles für. So. Okay. Da schaukelt wieder was. Das Bild ist auch ein bisschen gruselig, ne? Aufheben. Wo? Das Bild? Oh! Warum habe ich das Bild denn mitgenommen? Gemälde Wunder. Das nimmt er einfach mal mit. Aha.
Na gut, wird schon seinen Grund haben.